Perfekt gekochte Eier sind ein Traum. Doch meist kommt das böse Erwachen beim Aufbrechen der Eierschale. Besonders für Menschen ohne Eierkocher kann es zu einer großen Herausforderung werden, die perfekten Eier für jeden Geschmack zuzubereiten. Deshalb kommt hier die Lösung, die intelligente Eieruhr. Zuerst wählt der Benutzer die Kochzeit. Hierbei darf er sich zwischen 4 Minuten, 6 Minuten und 8 Minuten entscheiden. Anschließend bringt man das Wasser zum Sieden. Sobald es die Temperatur von 80 Grad erreicht, gibt die Eieruhr ein akustisches Signal und die zuvor eingestellte Zeit startet. Ist die Zeit abgelaufen, meldet sich das Gerät erneut. Die Eier sind fertig und können herausgenommen werden. So habe ich meine Schaltung aufgebaut. Als Mikrocontroller habe ich einen Arduino Nano verwendet. Über die drei Drucktaster wählt der Benutzer die Kochzeit. Zur Temperaturmessung verwende ich den wasserfesten Sensor DS18B20. Seine Datenleitung wird mit einem Digitalpin des Arduino verbunden. Über einen 4,7 Kilo-Ohm Pull-Up-Widerstand wird diese auf 5 Volt gezogen. Die gemessenen Werte sowie die eingestellte Zeit werden auf einem 0,96 Zoll OLED-Display ausgegeben. Um den Benutzer zu informieren, dass die Eier fertig sind, habe ich einen Piepser eingebaut. Und nun zum spannendsten Teil des Videos, der Programmcode. Zuerst werden alle nötigen Bibliotheken für Display und Temperatursensor eingebunden. Dann habe ich definiert, wie groß das Display ist und wo sich die Pins für Reset und Temperatursensor befinden. Diese Funktionen braucht man, um eine Kommunikation zu Display und Sensor herzustellen. Hier werden noch einige für den weiteren Verlauf des Programms benötigte Variablen initialisiert. Im Setup werden der Temperatursensor und das Display gestartet. Es wird außerdem dafür gesorgt, dass das Display zu Beginn geleert und der Piepser ausgeschaltet ist. Die mit den Drucktastern verbundenen Pins sollen als Input, der Pin für den Piepser als Output genutzt werden. Nachdem Größe, Farbe und Position des Textes auf dem Display festgelegt sind, wird der Benutzer nach der gewünschten Kochzeit gefragt. Nun verweilt das Programm so lange in der While-Schleife, bis der Benutzer durch Drücken eines Tasters die Zeit einstellt. Der erste Taster setzt die Zeit auf 240 Sekunden, also 4 Minuten, der zweite auf 360 Sekunden, das heißt 6 Minuten, und der dritte Taster auf 480 Sekunden, das sind 8 Minuten. Erst jetzt startet die Funktion Void Loop. Zu Beginn jeden Durchlaufs werden die aktuellen Messwerte in der Variablen Temperatur zuerst gespeichert und anschließend ausgegeben. Sobald die Wassertemperatur 80 Grad Celsius erreicht, wird der Piepser dreimal für 500 Millisekunden auf High gesetzt. Dies habe ich mit einer Vorschleife realisiert, die 6-mal durchlaufen wird. Im ersten Durchgang schaltet er sich ein, im zweiten aus, im dritten wieder ein und so weiter. Die Variable Flag ist vom Typ Bool und verhindert im weiteren Verlauf des Programms das Piepsen. Jeder Durchlauf der Void Loop Funktion dauert exakt eine Sekunde, aufgrund des Delays von 237 Millisekunden. Mit jedem Mal wird der Wert der Zeitvariablen um 1 verringert. Ist die Zeit bei 0 angelangt, wird die komplette Displayanzeige gelöscht und das Wort Fertig erscheint. Danach ist noch 10-mal ein akustisches Signal zu hören. Das Programmende wird durch eine Endlosschleife herbeigeführt. Habt ihr jetzt auch Lust bekommen auf das perfekt gekochte Ei? Dann wünsche ich viel Spaß beim Nachbauen. Lasst mir gerne ein Like da, danke fürs Zuschauen und guten Appetit!